Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen Videoformat und zwar möchte ich mehrere Videos rund um One Punch Man rausbringen. Ich liebe diesen Manga einfach. Er ist einfach so anders. In dieser Series habe ich mir überlegt, mal über die Helden zu sprechen. Das heißt, ich werde für jeden S-Class-Helden ein Video rausbringen, sowie zu den einzelnen anderen Heldenklassen. Also seid gespannt. Heute beginnen wir mit dem Helden aller Helden. Niemand anderes als S-Class Hero Number 1. Blast. Blast ist der stärkste Held, den die Menschheit je hatte. Jedoch macht er sich immer sehr rar. Niemand weiß, wo er ist und wie man ihn finden kann. Aber es heißt, er würde immer auftauchen, wenn die Menschheit in extremer Gefahr ist. Als der Number 1 Hero muss Blast extrem stark sein. Fubuki sagte, er sei der Held über allen Helden und setzte ihn auf dieselbe Ebene wie King. Naja, hoffen wir mal für die Menschheit, dass Blast stärker ist als King. Blast war stark genug, um das Drachenlevel-Monster Elder Centipede zu besiegen. Gegen dieses Monster hatten selbst Bang, Bomb und Genos gemeinsam Schwierigkeiten. Natürlich muss man davon ausgehen, dass Elder Centipede damals vielleicht kleiner und schwächer war. Aber Psychos ist der Meinung, dass Blast Elder Centipede heute dennoch besiegen würde. In einem Databook spekuliert Fubuki, dass Blast sogar stärker als King ist. Denn Blast hat wohl psychokinetische Kräfte ähnlich wie sie selbst. Zudem könne er wohl Trillionen von Robotern kontrollieren und Laser aus seinen Augen schießen. Sie spekuliert, dass Blast sogar in der Lage wäre, die restlichen S-Class Heroes auf einmal besiegen zu können. Natürlich stellt sich hier die Frage, wer ist stärker? Blast oder Saitama? Leider wissen wir nicht wirklich, wie Blast aussieht. Es gibt nur wenige Bilder von ihm aus dem Manga, Anime oder dem Webcomic. Im Manga und Anime haben wir nur schemenhaft Blast zu Gesicht bekommen. Dort sah er relativ muskulös aus, mit stacheligen Haaren und einem Cape ähnlich wie Saitama. Im Webcomic, also dem Original, sah man Blast schon etwas besser. Mit kürzeren Haaren, ähnlich wie Saitama sie hatte. Ein Gesicht, welches Saitama auch ein wenig ähnlich sieht. Einem Anzug, ähnlich dem vom Saitama, nur mit einem Reißverschluss versehen. Sowie einem Cape. Ähnlich wie Saitama. Deshalb also die Theorie, dass Blast vielleicht Saitama ist. Ja, diese Theorie gibt es schon recht lange. Sie stützt sich darauf, dass Blast im Webcomic ähnlich aussieht wie Saitama und sie die einzigen Helden sind, welche ein Cape tragen. Aber wie passt das Ganze zusammen? Naja, in der Theorie heißt es, er hätte in einem Kampf vielleicht sein Gedächtnis verloren und Saitama kann sich nicht mehr erinnern, dass er eigentlich Blast ist. Und da viele Blast noch nie gesehen haben, können sie auch nicht erkennen, dass Saitama eben Blast ist. Das Problem an dieser Sache ist, dass Fubuki Blast schon gesehen hat und sie ihn doch erkennen müsste. Erklären könnte sich das nur, indem man sagt, okay, mit seiner Glatze erkennt Fubuki Blast nicht mehr. In Realität würde dies nicht funktionieren, weil man ein Gesicht dennoch erkennen würde. Aber in einem Manga kann sowas natürlich schon ausreichen. Das Ganze würde auch erklären, wieso Saitama so stark ist. Er hatte diese Stärke ja schon immer und vielleicht durch sein Training wurde seine Kraft sozusagen wiedererweckt. Es würde auch erklären, wieso sowohl Blast als auch Saitama beide das Heldendasein nur als Hobby ansehen. Interessant war auch eine Szene im Webcomic, wo Fubuki sich die Frage stellt, wo Blast nur ist und man in dem Moment dann Saitama von hinten sieht. Vielleicht ein kleiner Hinweis seitens Swans? Eine andere Theorie ist auch, dass Blast eigentlich Saitamas Vater ist und Saitama durch seine Gene ebenso schnell in der Lage war, so stark zu werden. Es würde auch wieder die äußerliche Ähnlichkeit erklären. Blast ist auf jeden Fall ein mysteriöser Charakter, der aber eine sehr einzigartige Sicht der Welt hat. Er sieht das Heldendasein nur als Hobby und sagt, er wäre momentan auch sehr beschäftigt mit seinem normalen Job. Aber vor allem sagte er zu Fubuki, dass sie sich nicht darauf verlassen soll, dass jemand kommt, um sie zu retten, sondern dass sie ihre eigene Stärke nutzen soll. Dies würde auch erklären, warum Blast nie auftaucht. Er kommt nur im letzten Moment, wenn es gar nicht mehr anders geht, denn er möchte, dass die Menschen selbst lernen, sich zu verteidigen. Denn wenn sich die Menschen daran gewöhnen, immer gerettet zu werden, werden sie faul und schwach. Und wie jeder Mensch wird auch Blast irgendwann sterben und dann würde die Menschheit untergehen. Aus diesem Grund hält er sich bis zum letzten Moment raus.
Möglicherweise bekommt er auch jetzt von den Vorfällen mit und sieht, wie die Menschheit in Gefahr ist, wartet aber noch, damit sie selber eben lernen, sich zu retten. Oder er erkennt das Potenzial von Saitama und weiß, dass die Erde gar nicht wirklich in Gefahr ist. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wann Blast mal auftauchen wird, wer er tatsächlich ist und was er nun drauf hat und ob es einen Kampf zwischen Blast und Saitama geben wird. Was haltet ihr von meiner neuen Videoreihe? Und wie denkt ihr über Blast? Schreibt eure Meinung doch in die Kommentare und wenn euch dieses Format gefällt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben sowie einem Klick auf den Abo-Button, um auch in Zukunft keine One Punch Man Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. One Punch!